So. Dann willkommen zurück. Meine Mom hat uns gerade spontan besucht in diesem Leben, in diesem Zimmer. Und da war dann die Runde auch schon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit der neuen Runde. Das Thema bleibt das alte. Nee, keine Ahnung, das wird jetzt eh alles zusammengeschnitten. Jana, wo waren wir denn stehen geblieben? Bei welchem Thema? Das frage ich mich auch gerade. Ich glaube, als ich. Du hast so ein Superhirn. Ja, nein. Ja. Ich glaube, als ich erzählt habe, dass mein Kumpel, der vor kurzem dem sein Blinddarm geplatzt ist. Ah ja. Und dann war der 4 Wochen nicht in der Schule, weil der halt im Krankenhaus war. Hat da rumgegammelt. Ja, und mein Bruder ist auch schon mal beinahe gestorben. Auch wegen Blinddarm, aber dann doch nicht. Scheiß Blinddarm, Alter. Mhm. Hast du den schon raus? Nee, ich hatte da auch noch nie was. Ich bin tot. Okay. Ja, das bist du angeguckt, ne? Da bist du gestorben. Ja, okay. Ich sag dazu jetzt am besten gar nichts. Dann mein schlimmstes Erlebnis. Soll ich das auch noch erzählen? Ja, erzähl. Wenn's wenn's YouTube tauglich ist. Ich messe euch jetzt. Hallo Schnucki. Oh ja, Baby. So. Ja, Jana mag es auch, gemessert zu werden im Bett. Mit einem Messer. Und dann, was sag ich denn dann? Also, mein schlimmstes. Von hinten und dann? Ja. Oh mein Gott. Also, das schlimmste Erlebnis, was ich hier hatte, war, glaube ich, das teils, dass meine Eltern sich getrennt haben. Es war zwar nicht so schlimm, aber ich habe halt immer noch gedacht, ja, vielleicht kommen sie ja doch zusammen. Aber dann doch nicht. Und dann das Allerschlimmste war, als sie sich dann geschieden haben. Weil das war eine Woche oder 5 Tage vor meinem Geburtstag und das war richtig schlimm für mich. Okay, ja, das war dann kein schöner Geburtstag dann. Oh ja. Ja, okay, ja, das kann ich verstehen. Das ist wahrscheinlich, ja, das ist nicht so unbedingt das Tollste, was man sich seinem Leben wünscht, dass die Eltern sich irgendwie scheiden. Aber genau. Mein Dad hat ja davor auch schon mal eine andere Frau und meine Geschwister sind ja auch meine Stiefgeschwister. Mhm. Aber ich weiß ja nicht, ich will ja jetzt auch nicht in dein Privatleben zu sehr eingreifen, aber ich weiß nicht, warum die sich geschieden haben, aber ich denke halt mal, weiß nicht, wenn es halt nicht mehr geht, ob da dann einfach die, ja, dieses nichts mehr miteinander zu tun haben, in Anführungsstrichen, besser ist, als wie wenn man sich dann irgendwie rumstresst oder sowas, ich weiß halt nicht, ich kenne mich da nicht wirklich aus, ich hatte noch nie eine Frau, mit der ich mich geschieden habe, also noch nicht. Ach, ja. Nee, keine Ahnung. Du bist doch bestimmt eh so ein Pedo, der sich einfach nur so jünger gemacht hat, so mit dem Elixier, dass du so jünger aussiehst, aber eigentlich bist du 83 oder so. Nee, woher weißt du das? Das ist ja mein Geheimnis. Jetzt fistet er mich, nee. Hast du gerade gesagt, jetzt fistet er mich? Jetzt messert er mich. Oh, das ist so. Oh mein Gott. Tut mir leid. Ja. Ich weiß nicht, warum ich das verstanden habe. Oh mein Gott, jetzt fistet er mich. Du wolltest es verstehen. Ich? Nein. Nein, du weißt. Man versteht nur das, was man will. Nein. Was soll ich jetzt gerade sagen? Dass ich dich messern wollte. Messern. Und davor? Messern mit F. Nein. Ja, davor, ich weiß nicht. Nein, ja. Ja, was jetzt? Ja, nein. So. Ja. Ja. Nein. Nicht? Nein. Okay. Ja, irgendwas war noch wegen der Scheidung. Die haben sich am Ende, kurz bevor sie sich getrennt haben, halt nur noch gestritten und so und. Ja, das ist doof. Also sie sind nicht gut auseinandergegangen. Also irgendwie sind jetzt immer noch befreundet. Ich verstehe gar nicht, warum die jetzt geschieden sind, weil irgendwie machen sie genau das gleiche wie vorher, bloß sie küssen sich nicht mehr und sind halt nicht mehr jetzt irgendwie verheiratet. Okay. Ja gut, aber ganz ehrlich, lieber so, oder? Als andersrum. Ja. Ich meine, also... Hat deine Mom einen Freund wieder? Jo. Stimmt, hast du mir erzählt. Der ist cool. Ich bin vergessen. Der ist cool. Aber die Frau von meinem Vater... Die Frau von mir? Ja. Ja, meine Frau, weil ich bin lesbisch. Nee, bin ich nicht. Ja, bin ich echt nicht. Nein. Nein. Nein, natürlich nicht. Du doch nicht. Was ist das? Oh, ist das süß. Das ist kaputt gemacht. Ja, das ist der gegnerische Ausrüstung. Die muss man kaputt machen. Ach so. Kaputt machen, töten! Ja, okay. Ja, also mein Vater hat ja wieder geheiratet. Okay. Das ging mir irgendwie alles zu schnell. Die haben sich im Februar getrennt. Und im April hat er geheiratet. Also der kannte sie schon vorher, aber irgendwie trotzdem. Der hat sich gerade erst geschieden und dann kriegt wieder heiraten. Das ging mir viel zu schnell. Ja gut, aber er kannte ja die ja schon früher, oder? Ja. Länger. Früher und immer drin sein.
Okay. Ja, also nachdem meine Eltern sich getrennt haben, hat er sie halt dann gefunden bei so einer Internetseite. Und ich habe so eine Freundin, die hat ihren aktuellen Freund über fischkopf.de kennengelernt. Und ganz ehrlich, ich würde niemals mit irgendjemandem zusammen sein, der sich auf Fischkopf anmeldet. Fischkopf? Der ist dann so ein Fischkopf falsch. Ja, schon, Alter. Ja. Krasser Shit. Okay, ja, weiter. Und das Witzige war, die hat in Russland gewohnt und mein Vater wohnt in Deutschland. Und dann habe ich das. Ich hab das nicht verstanden, wie das geht, dass der. Hey, wie kannten die sich dann da schon davor? Alter, der hat sie ja in so einer E-Darling oder Partnerschaft.de oder keine Ahnung, irgendwas halt kennengelernt. Oder halt, ja, so gefunden. Mhm. Haben sie sich kennengelernt und angefreundet und irgendwann hat er sie besucht, sie ihn, sich getroffen und so. Und dann haben sie geheiratet. Jetzt habe ich zwei Stiefschwestern. Cool, wie sind die so drauf? Die eine kann nur Russisch, gar kein Englisch. Die andere kann ein bisschen Englisch und ein bisschen Deutsch. Okay. Die eine ist 20, die andere ist 18, 19. Ach cool, die eine könnte meine Schwester sein. Die 20-Jährige. Heißt die Christina und wohnt mit einem Sascha zusammen? Ja. Ach so. Ja, ach so. Oh, oh. Nein. Oh mein Gott. Nee, tut sie nicht. Noch nicht. Ja. Okay. Interessantes Familienleben. Ja, meine Mutter hat jetzt einen Freund, den... Soll ich den Namen sagen? Nee, sag ich nicht. das ist sowieso niemand. Der ist Italiener. Ja. Interessiert auch niemand, aber der ist voll cool. Interessiert auch niemand, aber der ist voll cool. Das interessiert auch niemand. Der hat jetzt vor kurzem... Aber ich esse jetzt trotzdem. Der hat jetzt vor kurzem sein eigenes Lokal oder Bar sein eigenes Bar, seine eigene... Sein eigenes Bar. Bar. Aber das interessiert auch niemand. Ja. Ja. Und das ist voll cool. Okay. Ja. Aber eigentlich interessiert es auch niemand. Ja, okay. Das interessiert auch niemand. Oh. Oh. Ja, der ist cool, den mag ich. Der hat mir auch versprochen, dass wir irgendwann mal snowboarden gehen, aber irgendwie haben wir es immer noch nicht gemacht. Okay. Er hat versprochen, dass er Pizza macht oder Pfannkuchen, aber das hat er auch noch nicht gemacht. Spaghetti auch noch nicht und der verspricht so viele Sachen und macht es nicht. Das ist aber doof. Ja, interessiert auch niemand. Interessiert auch niemand. Oh. Na was? Also, mich hat es interessiert. Oh. Nicht. Spaß. Nicht lustig, nein. Guck nicht so behindert. Das ist voll lange Wimpern. Ja, ich benutze auch Wimpern. Tusche. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ich benutze es aber. Du tust doch nur so. Tu doch nicht so. Du magst es doch auch. Ich bin ein Teil von dir. Nein. Und dann stimmt. Warte, was war das nochmal? Leider geil. Ja. 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 Stimmt. Alter, ich habe doch magst du YTT nicht. Das ist doch nicht von YTT. Natürlich. Nein, das ist von Deichkind. Stimmt. Aber hat nicht YTT das auch parodiert? Keine Ahnung, ich gucke ihre Videos mal. Ja, weil sie mag YTT nicht. Hatet sie bitte. Link findet ihr in der Videobeschreibung, ihr Channel. ist zwar, glaube ich, kein Video oben, also nicht mehr. Aber... Ja, ich habe es auch privat gestellt. Ja, das ist ein kleines süßes Video. Nein, das ist nicht süß. Doch, ist es. Ich sehe da so wieder aus. Niemals. Doch. Nein. Und wir haben gewonnen! Woo! Jump! Yay! Freude! Ah. Okay. okay, ich bin Letzter. Ja. Ich bin Letzter! Obwohl ich besser bin als andere Leute von der KD her, ne? Aber, ja. Ja. Alles klar. Gut, dann erzähl mal weiter. Ja. Was hast du für eine Augenfarbe? Ist so dunkel braun. Hier. Ist das braun-grün? Ja, so ein bisschen. Voll also cool. Meine Freundin hat gesagt, ich habe so rehbraune Augen, so von einem Baby-Reh und dann so das Fell und das, ja. Voll cool, Alter. Alter. Ja, meine Augen sind irgendwie das Einzige, was ich an mir mag. Und meine Nase. Stopfnase, ja. Sonst bin ich gar nicht zufrieden mit mir. Warum? Weiß nicht. Ich bin so klein. So klein und so flauschig. Bin ich flauschig? Flauschig. So.
Boah, ich hab gehört, wir machen die nochmal kalt eine Runde. Warum spielt. Weißt du, der spawnt ja direkt neben mir. Komm her, du Nutze, komm her. Okay. Ich wollte den Eich gerade in seinen Anus fisten, aber das hat dann doch nicht so gut funktioniert. Ach, guck mal hier, einfach mal draufbauen, aber ich wahrscheinlich eh gleich drauf gehen. Und jetzt geht's ab wie ein Dosenwurst. Hilfe bei Kill, ganz klar, du bist jetzt down. Nein, bist noch nicht down. Ich mach mal Hilfe bei Kill, ist doch scheiße, ey. Ach komm, du bist jetzt down. Ach, komm her, Spaghetti. So, das geht jetzt ein bisschen ab. Ich bin jetzt hier gerade. Wenn ich jetzt draufgeschlagen hätte. Wenn ich jetzt draufgeschlagen hätte, wäre der auseinandergebrochen. Deswegen, so. Ich habe gedacht, ich mach's lieber nicht. Ja. Weil es könnte ja durchaus passieren, dass hier dieser Tisch noch gebraucht werden könnte in meinem Leben und daher. Ja.